Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal PCHM.de und zwar mit der PCHMG 4K Gaming Konfiguration für 2299 Euro, runtergesetzt von 2444 Euro. Das System wurde mir von Rambo vorgeschlagen in unserem Video-Vorschläge-Kanal auf Discord und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir zuerst zu dem Bild, das ist ganz normal das Gehäusebild, das mag ich ja immer am liebsten, also entweder nur das Gehäuse oder wirklich 1:1 die Config, das passt also soweit schon. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, dass der Aufbau von den einzelnen Komponenten, obwohl sie gut beschrieben sind, halt in so einer komischen Tabelle drin sind. Das kann man deutlich schöner gestalten, aber so ist es jetzt halt. Ihr könnt euch hier auch auswählen, welches Gehäuse ihr haben wollt. Ich nehme jetzt das 4000D, die können aber auch das 500DX anbieten. Das 4000D Airflow ist ein sehr bekanntes Case von Corsair, hat jeder zweite irgendwo zu Hause stehen. Das gibt es auch nochmal eine Nummer größer als das 5000D, aber für das System hier reicht das dicke aus. Das bringt auch 120mm Lüfter in der Front und einen im Heck mit, wobei der eine Frontlüfter sehr wahrscheinlich ausgetauscht wird gegen drei Arctic P12 RGB Lüfter. Dann habt ihr noch ein bisschen was für die Optik. Somit ist der Airflow gegeben. Oben kommt auch noch die Wasserkühlung rein, was mich ein bisschen gewundert hat, weil da eine Arctic reinwandert. Ich wusste nicht, dass das passt, aber es scheint zu passen, von daher ist es okay. Und das kostet 88,98 € bei Bora Computer. Der Prozessor ist ein AMD 7800X3D, alternativ 7900X3D, aber der Preis orientiert sich jetzt an dem etwas schwächeren Prozessor. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5-5200MTS. Könnte auch ganz easy mit 6000 laufen lassen, hatten wir persönlich noch nie Probleme mit. Das ist aktuell einer der besten Gaming-Prozessoren, sage ich immer wieder. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber der ist halt sehr beliebt und wird auch oft verbaut und ist eben einer der besten Gaming-Prozessoren am Markt. Natürlich gibt es da noch größere Prozessoren von AMD, aber der 7800X3D reicht völlig aus. Den könnt ihr auch zum Stream nehmen, den könnt ihr auch zum Rendern nehmen. Wenn ihr jetzt wirklich ein System haben wollt, wo ihr wirklich viel Videoschnitt und so mitmacht, dann geht vielleicht eher auf Intel. Ansonsten zum Zocken reicht das Ding dicke und es ist ja auch ein Gaming-PC. Und der kostet 384,94 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B650 Gaming Wi-Fi. Wenn man dort auf den Link klickt, wissen wir, es ist ein MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Also nicht nur Gaming Wi-Fi, sondern Gaming Plus. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier kann noch eine weitere SSD verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 2 Slots für irgendwelche Erweiterungskarten, wie eine Capture-Card, USB-Erweiterungskarte, was ihr gerne haben möchtet. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, Netzwerkanschluss ist auch mit dabei, USB Typ C ist mit am Start, DisplayPort und HDMI könntet ihr theoretisch benutzen, macht es bitte nicht, nimmt da bitte die Anschlüsse der Grafikkarte und dann haben wir noch einen Flash-BIOS-Button. Das Board ist jetzt nichts Besonderes, es gibt bessere, wie zum Beispiel so ein MSI Tomahawk oder ähnliches. Für das System reicht das aber dicke aus. Ihr habt auch nicht so ein Micro-ATX-Scheißboard da drin, sondern es ist wirklich vernünftig gewählt. Ich persönlich würde mir bei einem System für 2200 Euro ein besseres Board reinpacken, vielleicht ein Aorus Pro oder so oder wie eben schon gesagt ein Tomahawk, aber es reicht halt aus. Im Endeffekt müsst ihr auch entscheiden, ob euch 7 USB-Anschlüsse reichen, wenn ihr natürlich Maus, Tastatur, Headset, Stream Deck und diese ganzen Sachen da habt und nicht unbedingt mit einem USB-Verteiler arbeiten wollt, dann wird es da irgendwo ein bisschen eng. Aber wie gesagt, das müsst ihr selber entscheiden. Und das kostet 179,08 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD 7900XTX. Alternativ kann man sich auch eine 4080 oder 4090 reinkonfigurieren, dann wird das ganze System natürlich teurer. Ich nehme in dem Fall auch einfach die günstigste am Markt, das ist in dem Fall die Hellhound, von der habe ich aber nichts Gutes gehört. Also die soll wohl extreme Probleme mit Spulenfiepen haben, wurde mir von mehreren Systemintegratoren so zugetragen, auch aus der Community, aber ist halt gerade die günstigste, vielleicht auch gerade aus dem Grund. Ansonsten ist die 7900XTX natürlich die aktuelle Top-Grafikkarte von AMD. 4K Gaming, WQHD sowieso kein Problem. Ihr müsst natürlich ein bisschen schauen, wenn ihr jetzt mit Raytracing und so weiter arbeitet, ist Nvidia vielleicht doch noch die bessere Wahl, aber für ganz normale 4K-Titel reicht die dicke. Den FPS ist dazu in Kombination mit diesem Prozessor findet ihr in der Videobeschreibung. Und die kostet 989 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Arctic Liquid Freezer 2 ARGB 240mm. Das war jetzt auch dieser Punkt, wo mich das Ganze ein bisschen stutzig gemacht hat. Also das Gehäuse ist jetzt nicht so ein mega XXL-Gehäuse, aber scheinbar passt die wirklich da rein. Man muss nämlich wissen, die Arctic IOs haben einen dickeren Radiator. Da könnte man Probleme kriegen, dass irgendwie die Lüfter mit dem RAM kollidieren oder mit den Spannungswandlerkühlern von dem Board. Aber hier scheint es zu passen, zumindest mit diesem Mainboard. Es kann natürlich sein, wenn ihr jetzt einen Tomahawk oder so nehmen solltet, falls ihr selber bauen wollt, dass es dann nicht mehr passt, weil die Spannungswandlerkühler irgendwie höher sind. Ansonsten ist das eine Top-Wasserkühlung. Ist eine 240er, reicht ganz dicke für diesen Prozessor aus. Ich habe selber mal ein System gebaut, da habe ich sogar nur einen Luftkühler drauf gehabt, den AK620 Digital von Deepcool und selbst das hat völlig ausgereicht für diesen Prozessor. Von daher ist es auf jeden Fall eine gute
gute Wahl. Und die kostet 82,96 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Seasonic Focus 850 Watt ATX 3.0. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und voll modular. Ist auch ein A-Tier-Netzteil. Kann man hier immer ganz schön sehen in der PSU-Tierlist von Cultus Network. Wir haben Focus GX und da sieht man, ist ein A-Tier-Netzteil. Hat auch schon den ATX 3.0 Standard, dementsprechend auch den 12 Volt High Power Anschluss, obwohl ihr den für diese Grafikkarte nicht braucht. Solltet ihr aber auf die Idee kommen, euch eine 4080 oder 4090 da rein zu konfigurieren, wäre es schon schön, wenn so ein neuer Stecker mit dabei ist, und das ist in dem Fall auch der Fall. Von daher gibt es da auch nichts zu meckern. Und das kostet 143,67 € bei eBay über 1.1.de. Die SSD ist eine 2 TB Corsair MP600 Core TX. Ihr steht jetzt mit dabei oder mindestens gleichwertige SSD. Finde ich ein bisschen schade, dass man sich da nicht genau festlegt, aber zum Zocken sind die Geschwindigkeiten meistens eh völlig egal. Ich hätte es halt einfach besser gefunden, wenn man sich da festlegt. Ob man jetzt eine KC3000 kriegt, eine NM790 oder eben die Corsair, aber dieses Mischmasch ist immer ein bisschen komisch. Im Falle der MP600 hätten wir jetzt hier eine Lesegeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4400 MB die Sekunde und QLC-Speicher. Ist nicht so schön wie TLC. Speicher für den normalen Gamer, aber völlig uninteressant, meiner Meinung nach. Es ist halt einfach nur so, man bekommt schon bessere SSDs, zum Beispiel eben eine NM790 oder eine KC3000, die bringen TLC-Speicher mit und kosten sogar ein bisschen weniger als diese SSD. Kann natürlich auch sein, dass die da reinwandern, aber wir orientieren uns erstmal an der MP600. Und die kostet 108,90 € bei alza.de. Beim Arbeitsspeicher bekommen wir 32 GB DDR5 6000 MTS CL32. Wenn man hierbei dann auf den Link klickt, landet man beim G-Skill Trident Z5 Neo RGB. Der bringt auch schon AMD Expo mit. 32 GB, völlig in Ordnung, 6000 MTS sogar über der Spezifikation von AMD. CL32, ja, ist auch in Ordnung. Ob jetzt CL30 oder CL32, das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht merken. Wenn ich mir persönlich jetzt ein System bauen würde, würde ich CL30 Speicher nehmen, aber wie gesagt, ihr habt da jetzt nicht den Mega-Unterschied. Wir haben ja auch zwei Riegel mit RGB-Beleuchtung, Dual-Channel dementsprechend, das passt soweit schon. Und um das Ganze nochmal zu unterstreichen, es gibt zum Beispiel Systemintegratoren, die haben 4800er RAM drin mit CL40, das merkt ihr. Glaubt mal, aber CL30, CL32, ja gut, kann man drüber reden. Und der kostet 131,68 € bei Mindfactory. Zusätzliche Lüfter, 3x Arctic P12A RGB. Das wären dann diese hier. Ist jetzt nichts Besonderes, ist nett, dass sie drin sind. Nicht, dass nur ein schwarzer Lüfter vorne die Luft reinbläst, sondern ihr wirklich drei Stück habt, die kontinuierlich eben die Luft da reinblasen. Die Wasserkühlung zieht die warme Luft raus, genauso wie der Hecklüfter. Das passt schon. Durch die RGB-Beleuchtung, ja, seht ihr jetzt nicht allzu viel von bei dem Corsair-Gehäuse. Da habt ihr halt vorne die ganzen Löcher, da leuchtet es dann durch. Aber das ist schon in Ordnung. Und die kosten 34,90 € bei alza.de. Hier stehen auch ein paar Besonderheiten. Integriertes WLAN und Bluetooth, da haben wir eben drüber gesprochen. Ist beim Mainboard mit dabei. Zusätzliche Gratis-Lüfter bereits enthalten. Naja, wenn sie hier aufgeführt sind, sind sie halt nicht gratis. CPU-Upgrade möglich. Ja, AMD hat bis mindestens 2025 bestätigt, dass weitere Prozessoren auf diesem Sockel AM5 laufen werden. RAM-Upgrade möglich, ja, 2 von 4. Ob das System mit 4 Riegeln A6000 MTS noch stabil läuft, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Mit Feineinstellungen funktioniert das mit Sicherheit, aber so out of the box mit XMP denke ich nicht. Aber ja, theoretisch von den Steckplätzen her ist es möglich. Beleuchtung, ja, Lüfter und RAM, sehr wahrscheinlich die Grafikkarte auch noch, aber ja, das ist soweit okay. Jetzt gibt es hier unten so einen Satz. Da haben sich Leute aus meiner Community auch schon drüber aufgeregt, aber da ist noch ein weiterer Satz dabei, der das Ganze wieder ein bisschen entschärft. Wir tauschen gegebenenfalls nicht lagernde Komponenten aus, welche die Leistung des Systems nicht beeinflussen. Dabei werden mindestens gleichwertige, meistens bessere Komponenten gewählt. Dies gilt für gleichwertige PSUs, Mainboards und SSDs. Finde ich immer ein bisschen schwierig sowas. Wenn das Mainboard getauscht wird, ändert das wieder ein bisschen was an der Optik. Bei der SSD, gut, da weiß man Bescheid. PSU sieht man in den meisten Fällen nicht. Wenn es 850 Watt Gold ist, ist es auch okay. Aber dann folgt noch ein weiterer Satz. Falls etwas nicht auf Lager sein sollte, wird jeder Kunde vor dem Austausch darüber informiert und kann uns mitteilen, wenn er dies nicht wünscht. Und das ist wichtig. Ich habe das schon bei vielen Systemintegratoren gelesen und einige in den Kommentaren sagten, das geht gar nicht. Wenn irgendwas getauscht wird, ungefragt, dann kriegt man was anderes als das, was auf der Rechnung steht. Hier wird man vorher informiert. Und wenn man dann sagt, nee, das Board will ich aber nicht haben, ja, dann ist es so, dann ist der Auftrag halt geplatzt. Hier steht auch noch dabei, die ausgetauschte Komponente wird ebenfalls auf der Rechnung ausgewiesen. Okay, aber Hauptsache, man wird vorher informiert. Weil wenn man jetzt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht genau dieses Netzteil haben will, ja, dann ist das schon wichtig. Dann kommen wir auch schon zum Ergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.144,11 € und das System kostet 2.299 €, also 155 € Aufpreis. Da brauche ich jetzt keine Alternative für ausgraben. Wenn das System jetzt bei der UVP geblieben wäre von 2.499 €, hätte ich gesagt, das ist definitiv zu teuer. Aber 150 oder 155 € Aufpreis
Habt ihr halt auch bei Dubaro oder sonst wo. So richtig krass was zu bemängeln gibt's bei dem System auch nicht. Ich hätte für meinen Teil, wenn ich selber bauen würde, ein besseres Mainboard genommen, ein Tomahawk zum Beispiel, aber dann steigt der Preis natürlich, ist klar. Aber ich würde gar nicht erst auf so ein Board zurückgreifen, es funktioniert technisch aber. Und wem die Anschlüsse reichen, ja, da ist es okay. Und beim RAM eben diese Feinheit, wenn ich was neu kaufe, nämlich CL30. Hier sind es jetzt CL32, ja meine Güte. Also hier kann ich jetzt wirklich nicht meckern. Ich verlinke euch das System auch in der Videobeschreibung, genauso wie die Geistesliste und eben den FPS-Test, falls ihr da noch irgendwas nachschauen wollt. Aber ja, das ist völlig okay. Das kann man sorgenfrei bestellen. Das ist auch eine faire Config und ist erstmal für die Zukunft auch ausreichend. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.